Herzlich willkommen zurück, Leute, zu Jurassic World Evolution. Endlich geht's weiter. Letzte Folge haben wir dem Ceratosaurus zwei Kills spendiert. Ich habe nur ein bisschen die Gehege ausgearbeitet und ein paar ein paar Gebäude halt platziert, dass ich ein bisschen Geld verdiene. Ah, mit dieser wunderschönen Musik geht's jetzt auch gleich weiter auf Isla Muerta. Heute mein Ziel ist tatsächlich, unter 30 Minuten zu erreichen. Ich weiß schon, ihr habt mich letzte Folge ein bisschen verarscht, dass ich halt das gemeint hatte und dann nicht erreicht habe. Aber ich will dieses Mal wirklich unter 30 Minuten bleiben. Mein Ziel ist es, Velociraptoren und die Lofo vielleicht hinzubekommen. Schauen wir mal, wie viel haben wir denn? 90%, vielleicht kriegen wir sogar auf 100. Sie wissen, wie man Probleme löst. Das ist eine wertvolle Eigenschaft. Ich weiß gerade gar nicht, was für eine Quest das war. 90% wird wahrscheinlich noch nicht reichen. Wir holen uns noch einmal Velociraptor. Ich meine, 10% werden wir nicht erreichen. Das ist unser Cerato, der zwei Kills gemacht hat letztes Mal. Sieht man auch in den Stats, wenn ich mich nicht irre, oder? Da, Dinosaurier 3 sogar. Stimmt, der hat den Struz ja auch geholt. Wunderschönes Tier, ne? Ich habe einen anderen hier auch noch hergeholt, damit er sich nicht so allein fühlt und wir schon Geld bekommen. Ich habe mir seit letztem Mal ein paar Dinosauriernamen zusammengeschrieben, die ihr so in die Kommentare geschrieben habt. Ich werde sie nächstes Mal dann anwenden, weil ich will erstmal so ein paar sammeln und dann werden wir das ein bisschen, werde ich da hier ein bisschen die Dinosaurier benennen. Finde ich echt super, dass sich da Leute Gedanken machen. Mir wurde geschrieben, ich sollte mal das Pflanzenwassergehege hier mit Stahlzaun ersetzen. Solange jetzt noch nichts passiert, glaube ich, werde ich es nicht tun, aber ist auf jeden Fall auf jeden Fall eine gute Idee. Echt jetzt? Ranger-Team? Ich habe auch mir drei Ranger-Teams gemacht, so zack. Haut mal wieder Strom her, bitte. So, wie machen wir das denn? Wir haben hier Ceratos. Dort haben wir die Velociraptoren. Die Pflanzenwasser. Und wohin mit den Velociraptoren? Ich meine, unsere Map ist ja eigentlich gar nicht mal so klein. Wir könnten in dem Bereich Velociraptoren anbauen. Oh, einbrechender Tropensturm. Ach du Kacke. Ich habe gehört, auf der Insel sind Velociraptoren sehr ekelhaft, weil sie angeblich, ich hoffe mal nicht, dass dem so ist, aber anscheinend stimmt es. Sie brechen sehr, sehr leicht aus, wenn es Tropenstürme gibt. Das ist ja nicht sehr toll. Machen wir hier das Velociraptor-Gehege, oder? Ich habe sogar einen Plan, wie wir das bauen, und zwar... Okay, schlechtes Wetter Sturm. Macht die Dinos verrückt und wir bekommen jede Menge davon. Ach du Kacke. Das heißt, jetzt ist Gefahr. Nicht so geil. Ich wollte hier eigentlich jetzt einen Weg nämlich bauen. Wollen wir mal einen kunstvollen Weg? Ach du Scheiße. 1000 kostet der. Ach du Kacke. Schau das mal an. Da werden einfach hier solche Pfeiler platziert. Ja, was heißt, sie macht die Dinosaurier verrückt? Was ist los? Zeigt er irgendwas? Also, streift umher, gesund. Was? Kleines Kraftwehr. Reparieren. Ach du Kacke, das kann jetzt ja was werden, du. Das war ja richtig schlecht von unserer Genomforschung her. Wir holen jetzt mal die Lofo. Aber sonst ist nichts los gerade, ne? Es gibt ja auch solche Quests, die du mit dem, ach du Scheiße. Ich komme gar nicht zum Aussprechen. Das Ranger-Team muss das hier reparieren. Quests, wie du Ranger-Skins... Ranger, vom Ranger-Team den Cheap, ne? Den kannst du ja... Du kriegst ja Skins. Das ist eigentlich ziemlich cool. Und zwar, muss man da einmal... 5 Sekunden lang, glaube ich, driften. Du musst 5 Sekunden lang mit Maximaltempo fahren. Und um den Jeep zu bekommen aus Jurassic Park, muss man 3 Sekunden lang in der Luft, glaube ich, sein. Oder 5 Sekunden lang, ich bin gar nicht sicher. Und das musst du dann halt eben erreichen. Innerhalb von 20 Sekunden. Obwohl, abflachen sieht ja irgendwie gay aus. Entschuldigung, dass ich das so sage, aber... Wohl. So, jetzt hat... Zack. Hier ist jetzt abgeflacht.
So, und jetzt bauen wir hier nämlich Zäune hin. Und zwar Elektrozäune, wurden mir gesagt, braucht man. Ah, die Soundeffekte sind ziemlich schön. Mann, sie wissen, wie man eine Show abzieht. Hitverdächtig. Ach so, die Zäune sind damit gemeint. Ich denke mir schon. Wenn Dinge schief gehen, an wen wendet man sich? Sie haben's schon gehabt. Das lehne ich jetzt ab, und zwar aus dem Grund, weil schaut es mal an, wir haben fast unsere Quest für Unterhaltung. Lassen Sie einen Huyangosaurus mit einer... Oh, Entschuldigung, ich hab's weggeklickt. Mit einer starken Heilung-Modifikation frei. Gut, dann machen wir das mal. Nein! Scheiße, jetzt habe ich... Egal, dann haben wir eben zwei. Was war's? Starke Heilung, gehen, zack. Starke Heilung gehen, das ist es, was wir wollen. Mist, jetzt habe ich es erstmal einmal falsch gemacht. Meine Güte, ist halt so, ne? Die haben jetzt hier eigentlich schon ein ziemlich großes Gege, wie ihr seht. Da werde ich auf jeden Fall den Weg noch erweitern, damit die Gäste mehr sehen können. Aber erst einmal bauen wir hier hinten das Raptorengehege. Naja, allzu groß darf es jetzt auch nicht werden. Ich meine, die Raptoren sind nicht groß. Aber sie wollen trotzdem nicht unbedingt die ganze Zeit beobachtet werden. Ist jetzt nicht so schön geworden, wie ich mir vorgestellt habe. Zack. Ah, leider nicht so schön geworden, wie ich mir vorgestellt habe. Das ist ja ganz nett, oder nicht? Weil die Raptoren sind ein bisschen niedriger gelegt. Wieso nicht? Und dann... erstmal ein Kraftwerk platzieren. Why not? Umspannwerk ist eigentlich mein Plan. Platzieren wir so. Haben wir genügend Strom? Anscheinend. Das ist gut, das ist sehr gut. Wisst ihr was? Wir bauen... Na wohl, das ist auch ein Schwachsinn. Was? Verbaut? Ich glaube, ihr wisst, was ich hier wieder... Ernsthaft? Ich muss das hier abreißen dafür. Ernsthaft jetzt? So. Irgendwie sieht es nicht so geil aus. Ja, da kann man sich jetzt natürlich streiten. Aber... das hier wird unser Einlassgehege. Irgendwie sieht das hier sehr weird aus durch diese kleine Erhebung. Und hier werden wir Velociraptoren holen. Dilophosaurus-Genom. Wie weit ist unser Velociraptor-Genom? 97%, Alter. So, dann müssen wir sie leider noch einmal losschicken. Gut, gut, gut. Und jetzt... als ob... also aussondern, aussondern. Ey, das ist ja der Hammer. Zweimal fehlgeschlagen. Jetzt aber bitte. Gut. Wir kriegen jetzt hier schon Geld. Forschen. Schauen wir mal, was wir forschen können. Gebäude. Gibt es die Schienenbahn für 2 Millionen? Bei Gehegen. Beobachtungsplattform. Engine-Datenbank. Schauen wir jetzt mal durch. Was haben wir denn da Neues? Velociraptor. 1,7 Meter hoch, ey, ist ja riesig, das Ding. Ja, Grabungsstätte, Orte, Gyrosphärenattraktion. Aber wir haben noch keine Gyrospheres.
Gut, die Krankheiten, ist ganz nice. Ja gut, genetische Forschung werden wir auch nicht gezwungen. Das können wir leider nicht machen. Dann holen wir uns irgendwelche Gebäude-Upgrades, würde ich sagen. Ja, machen wir verbesserte Leistung, oder? Was ist das hier? Lebensfähigkeit erhöhen würde ich als nächstes dann machen, auf jeden Fall. Genau, ein Gebäude können wir uns nicht leisten. Gut, gut, gut. So, Velociraptoren. Und die Quest wäre ganz nice, wenn wir die abschließen könnten. Weil ich würde gerne die Hauptquest starten. Da ist es ja so, wie ihr seht, dort seht ihr, ne? Dieses Schloss, das sagt halt, aha, wir müssen jetzt noch so viel Unterhaltungsquests machen, damit wir seine Missionen, seine Hauptmissionen anfordern können, seine Abteilungen starten können. Das ist eben jetzt mein Ziel, dass wir das erreichen. Und wenn wir jetzt dem seine Quest hier nochmal erfolgreich abschließen, was jetzt eigentlich so sein sollte, da ist der Gute, der leider zweimal gegen den Cerato kämpfen durfte, dann sollte es klappen. Also ich soll hier eigentlich... Wartet mal ganz kurz, was haben wir für Gitter hier überhaupt gebaut? Das sehe ich jetzt gerade gar nicht. Das kann ich ja gar nicht anschauen. Danke für die Hilfe im Unterhaltungssektor. Okay, es hat anscheinend noch nicht gereicht. Ich glaube, es reicht sogar einmal. Aber mein Gott. Oh. Wartet mal, wie viele Kraftwerke haben wir denn? Ah, wir haben drei. 62 Strom. 2.0 lernen wir noch gerade. Okay, das reicht noch nicht für die Quest, ne? Ach du Kacke, wann kriegen wir die denn? Weil die Quest, das ist ja eigentlich so mein Ziel, dass ich die eben mit euch zusammen mache. Stets ein Vergnügen, mit ihnen zu arbeiten. Was sagt der? Gastzufriedenheit 70%. Das ist ja heftig. Das Problem ist halt, wenn ich das hier schaffe... Das bringt mir ja nichts. Halten Sie die Saurbewertung 3 Minuten lang bei mindestens 2 Sternen. Ja, das ist schon alles möglich. Ich meine, die Saurbewertung ist was bei 2 Sternen, aber... Wie soll ich sagen? Dann haut es mir die Unterhaltung wieder runter. Wie ist das überhaupt hier mit dem Sozial und alles? Ist das okay? Der ist schon blau, aber der möchte fast noch einen Kollegen... Es ist ein bisschen schade, dass ich nicht sehe, was ich jetzt für Zäune da gebaut habe. Ja gut, anscheinend die Standardzäune, sonst könnte ich die nicht ersetzen. Dann baue ich nämlich die starken Metallzäune mal bei den Pflanzenfressern. Soll angeblich nicht so eine dumme Idee sein. Zack. Ach, das Spiel zu spielen macht schon wieder Spaß. Okay, das sind Elektrozäune, ne? Genau. Das einzige Problem, was ich jetzt gerade so ein bisschen habe, ist halt, dass ich mit den Quests nicht vorankomme, weil eigentlich war mein Ziel, dass ich in der Folge auch die Quests starte. Naja, gut, dann eben nicht. So, wir werden jetzt erstmal hier wieder das ausarbeiten, und zwar die Ziege, das interessiert die Leute ja auch. Finden die auch ziemlich cool, wenn es hier immer eine Ziege gibt, die sie fressen dürfen. Sonst so generell finden sie sich wohl, oder? Ja, das passt, das passt. Dann will ich nämlich sagen, wieso brüten wir nicht unseren ersten Velociraptor aus? Und zwar erstmal mit der Standardfarbe. Ja, ich würde schon sagen, Lebenserwartung erhöhen. Aussehen normal. Bewertung hoch, wenn wir das Angriffsgen reinhauen. Machen wir das. Belastbarkeit oder Verteidigung?
Ich weiß nicht, was machen wir? Nee, ich mache Belastbarkeit nicht. Wir werden nur Angriff oder Angriff und Verteidigung. Das ist günstiger, machen wir das mal. Ach du Scheiße, wir können ihm ja richtig viel geben. Holy fuck. Wow, falls ich leicht zu beeindrucken wäre, würden sie es mit diesen Zahlen schaffen. Machen sie weiter so. Okay, nur noch 66% Chance, aber dafür wäre das ein super guter Velociraptor. Für 663.000. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Wäre schon bombastisch, ne? Ach, wir haben das gar nicht. Ich will die Erfolgsrate schon mal draufhauen. Und das Tempo um 1 noch erhöhen. Strom haben wir aber noch genügend, oder? Ja, 57, passt. Währenddessen forschen. Dann machen wir die Erfolgsrate 2.0 noch. Das wäre schon super, wenn das funktionieren würde. Dann hätten wir hier dieses Gehege. Und zwar machen wir hin einen festen Futterstand. Haben wir hier überhaupt Wasser? Nee, Mann, wir haben ja nicht einmal Wasser. Ich würde es gerne irgendwie mit... Ah, da hinten können wir nicht verbinden, ne? Ich mag das mehr, wenn wir hier so einen Fluss durchziehen lassen. Ernsthaft? Ach du Kacke, was mache ich denn? Du Kacke, ich will das immer so durch... Oh Gott. Egal. Das zieht's dann hier so her. Ach, du Kacke. Kletten. So passt aber, oder? Nehmen Sie den Auftrag an. Jawohl. Das wäre gut für uns beide. 2-Sterne-Inselbewertung, das ist machbar. Mit dem Wasser? Was sieht's jetzt, wie sieht es bei ihm jetzt aus? Er möchte irgendwie mehr Graslandschaft. Kann ich verstehen. Und zwar, ja gut, er ist jetzt aber auch hier im Bereich, wo nicht so viel Grasland ist, ne? Der mag schon wieder mehr. Ist ein bisschen kacke, dass das eben nur seine Umgebung, ne? Nur seine Umgebung bewertet er. Nicht jetzt wirklich das ganze Gehege. Das müssen sie unbedingt fixen. Weil es ist halt auch ein bisschen kacke, wenn du das ganze Gehege so mega geil baust. Und dann meinen die Viecher, ja, fühle mich nicht wohl. Also schau mal, das ist doch geil. Wie sie hier so gucken. Oh, schau doch mal, machen Fotos, das ist schon cool gemacht. Und er hier vorne kratzt sich so und alles. Schon nett gemacht. Ja, unsere Triceratops-Dame. Ja. Wie gesagt, die Namen. Beim nächsten Mal werde ich da ein bisschen was reinhauen. Für den Velociraptor wäre auch cool, wenn ihr den Namen findet. Entweder einer, der was mit dem Film zu tun hat, oder halt mit V am Anfang finde ich auch mal ganz cool. Ich glaube, erste nenne ich Cleveres Kerlchen oder so. Ich glaube schon. Ja, doch. Kriegen wir ihn? Unser erster Velociraptor, Leute. Hier ist sie. Wunderschöne Soundeffekte. Puh. Oh, sieht die geil aus. Alter, der Velociraptor, wie im Film. Und dann der Cerato, wie er sie angekreischt hat. Der möchte mehrere haben. Cleveres Kerlchen habe ich bekommen. Bitte down schießen, Leute.
Also, was möchte sie? Sehr viel Geborgenheit. Also, nicht unbedingt jetzt die ganze Zeit präsentiert werden. Großes Gehege haben mit viel Wald und allem. Gras und Wald, sehr viel. Unbedingt noch einen anderen möchte sie haben, sonst ist sie total unzufrieden. Halt, Schmarrn, schreibt mir jetzt clever. Ich bin gerade echt behindert, Leute. Schreibt mir jetzt clever im Deutschen mit C oder auch mit. Oder mit K? Nee, schon mit C. Natürlich. So. Schreibst du das mit K, ey? Na, was bei dir? Du fühlst dich. Es ist cool, wie sie den Heli immer so anbrüllen. Was ist los? Treffen sie den nicht oder was? Oh, jetzt hat. Ah, da ist er da, ein bisschen in der Luft. Oh, da liegt sie. Ja, jetzt komm mal runter, Junge. Hier hinter zu dir. Und gleich noch eine andere, wenn es geht. Ist halt sehr, sehr teuer, wie man sieht. Auch einmal ein Wüstenmuster rein. Ja, eigentlich schon ziemlich gute Stats, aber diese 61%, das stört mich ein bisschen. Ja, das ist noch niedriger. Wird schon passen. Wir hauen jetzt erstmal die Erfolgsrate 2.0 rein. Das kostet sogar auch nur 2 Energie, wie das andere auch schon bereits. Heißt so, dumm ist es gar nicht mal. Da kommst du her. So, wir müssen gucken wegen Expedition. Das habe ich vorhin komplett vergessen mal wieder. Ja, wir holen uns jetzt die Lophosaurus. Hoffen wir mal, dass das funktioniert. Okay, dieses Dinosaurier-Zwei-Sterne-Gedöns, das läuft schon ab gerade. Ah, die Inselbewertung von den Dinosauriern ist gerade runtergegangen. Wahrscheinlich, weil der Velociraptor nicht mehr zu sehen ist. Das stört jetzt die Zuschauer. Aber den gibt es gleich wieder, Leute. Keine Angst. Oh Gott. Die Fleischfresser. Die wollen, dass ihre Futterstation aufgefüllt wird. Wenn ich mal nichts zu tun habe oder so, dann werde ich auch mal selbst ein Ranger-Team fahren. Auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja mega geil. Aber gerade so, ich meine, ich habe schon mit ein bisschen was zu tun. Transport abgeschlossen. Das da hinten darf ich gar nicht erhöhen. Ja gut, das ist jetzt auch wieder scheiße. So ist okay, finde ich. Dinosaurier gedeihen nur bei optimalen Umweltbedingungen. Hilfe, Geborgenheit. Ach du Kacke. Ja, ich würde gerne die Hilfe schauen, was heißt jetzt Geborgenheit. Braucht sie noch ein größeres Gehege oder was? Oder noch mehr Wald? Was? Hallo? Nein. Aber sie greift niemals die gleiche Stelle an. Wie im Film. Ja, wie... ist das jetzt so ein kleines Gehege oder was? Magst du es dann mehr? Ja, genau das brauchen wir. Gut gemacht. Ach du Scheiße, ey. Das Tier macht. Das Viech macht mir echt Angst, weil ich glaube, so dumm ist das Tier nicht. Ich möchte gerne wissen, was Geborgenheit jetzt bedeutet. Okay, Wasser trinkt sie schon mal, ist es okay. Sehr groß.
Wong hat berücksichtigt folgende Faktoren: offene Graslandschaften, Schutz durch Bewaldung, soziale Gruppen und Anzahl. Es ist alles so im Endeffekt. Nein. Ach du Scheiße! Leute! Nein. Schutzbunker! Wo ist der? Na, er hat einen. Ach du Kacke, nein! Nein, du Drecksviech! Ohne Witz, ich kann nichts tun. Lauf! Lauf! Bleib doch nicht stehen, Junge! Bleib nicht stehen! Fällt hin. Nein, Junge! Ach du Kacke. Sie ist betäubt. Ach du Scheiße. Ja, die Gastzufriedenheit können wir uns fürs Erste in den Arsch schieben. Tut mir sehr leid, Leute. Unterwegs. Möchte ich also noch ein größeres Gehege oder was? Solange sie da bewusstlos liegt, kann sie uns ja nichts anhaben. Gut, dann habe ich gleich mal meine erste Erfahrung machen dürfen. Ja. Wunderschön, wie ich finde. Ach du Kacke, ey. Wo ist mein Bunker? Wieder öffnen. Wir wollen uns für alle Unannehmlichkeiten entschuldigen. Ja, hat er nur zwei Menschen getötet. Ist ja nicht schlimm, ne? Oh Gott, ey. Ja gut, dann ist das jetzt mal passiert. Dann haben wir die Erfahrung gemacht. Ist ja nicht schlimm. Ja. Ich meine, schade dir nicht. Du kommst jetzt auch mal her. Da wird sie runtergebracht. Es ist also jetzt leider nicht so gewollt gewesen. Vielleicht braucht sie auch einfach eine Ablenkung. Sehen Sie das nicht als Arbeit, sondern als zusätzlichen Verdienst und Erfahrung? Ja, sehe ich gerade alles so ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Wer hätte nicht gern mehr von, naja, allem? Aber Geld ist ein guter Anfang. Sorgen Sie dafür, dass sich dieser Auftrag auszahlt. Verstehen Sie? Auszahlt. Ist es hier immer noch zu wenig Wald, oder was? Ich würde jederzeit mit Ihnen arbeiten. Sie findet es hier überhaupt nicht schön, irgendwie. Sie braucht noch einen Partner. Anfrage zur Produktabholung erhalten. Ich will auch nicht, dass sie jetzt schon wieder ausbricht. Leute, braucht sie noch ein größeres Gehege oder was? Also jetzt langsam ist es ja irgendwie lächerlich, oder nicht? Oh Gott. Er hier. Was hat er denn?
Hä, er ist doch gesund. Ah, Gallinius. Einverstanden. Behandeln, danke. Wo ist sie? Hallo? Hallo? Hör auf! Hör auf! Hör einfach! Ich flippe aus. Bestätigt. Ich werde sie wieder bewusstlos schießen. Ne, kann man nicht reparieren. Ich weiß halt nicht, also... Sie hat doch jetzt... Wartet mal. Braucht sie Büsche? Verarsch mich nicht. Verarsch mich nicht. Du Drecksviech, jetzt... Schaut es euch mal an, wie viel Wald die hat. Das ist für sie vielleicht ein bisschen zu viel Wald. Ja, wir sind jetzt an die 30 Minuten angekommen, Leute. Anfrage erhalten. Es wäre echt super, wenn ihr mir schreiben könntet oder Tipps geben könntet für den Velociraptor. Ich bin da gerade echt ein wenig überfragt. Ich werde ein bisschen ausprobieren privat und versuchen, dass wir bis zum nächsten Mal die Quest machen können von unserem lieben Isaac. Ja, ich meine, wir holen uns erstmal einen Velociraptor und dann das. Bricht uns erstmal zweimal aus. Das ist ja der Hammer. Aber ich glaube, wir werden das schon noch... Ah, nein, kann ich das nicht abbrechen? Ich hab's... Ah, scheiße. Egal. Aber wir werden es vielleicht noch herausfinden. Ah, sie will 100% jetzt Geborgenheit. Transport. Wir müssen den transportieren, sonst wacht sie nicht mehr auf. Das ist... Ich weiß nicht, ob ich es gut oder schlecht finden soll. Diese... Ich meine, es ist ganz gut, wenn man einen bewusstlos halten kann, aber gleichzeitig ist es auch nervig. Aber schaut euch mal an. Sie hier ist um einiges greller. Da mag ich die grünen Farben mehr. Die Luft ist auch freigeschaltet. Sehr cool. Aber Geborgenheit findet sie jetzt... Sie findet sich hier super anscheinend. Also... Bei ihr ist es ja jetzt so... Wahrscheinlich dadurch... Ja, kehrt zur Basis zurück. Finde ich super. Bei ihr liegt es wahrscheinlich jetzt daran, dass sie sich so wohlfühlt, weil sie jetzt hier noch einen Freund hat. Einen Kumpel. Und ja, dann sollte eigentlich alles passen. Dann also nicht alleine einen Velociraptor in ein Gehege packen. Das finden sie nicht so toll. Okay, Hammond... Machen wir noch ein anderes Gebäude-Upgrade. ICU, Nachladetempo. Dinosaurier, Dilophosaurus. Höhe 1,7 Meter, also das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ist echt so groß in dem Spiel. Werden wir beim nächsten Mal erfahren, auf jeden Fall. Wen haben wir bekommen? Robert Muldoon, weil ein Velociraptor ausgebrochen ist oder weil wir einen Velociraptor geholt haben. Wie dem auch sei, sehr cooles Bild. Gut, also. Cleveres Kerlchen. Hä, fühlt sich immer noch total... Jetzt geht's hoch, oder? Nein, Junge. Es geht jetzt aber hoch, oder? Weil die andere... Sie hat 100%. Ah, eine Ziege hat sie sich geholt. Oh, das ist schon cool gemacht. Ja, es geht jetzt hoch. Sollte alles passen. Schaut nur, wie sie frisst. Ich glaube, jetzt sieht ihr Dinosaurier mit anderen Augen. Nicht mal mit Vögeln mit anderen Augen. Ja, passt. Oh, sehr gut. Okay, dann lag es dran, weil sie alleine war. Okay. 30 Minuten fast eingehalten, aber so um den Bereich, glaube ich, wird sich immer jede Folge jetzt ungefähr sein. Bisschen mehr als 30 Minuten, bisschen weniger, sowas um den Dreh. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Das war euch der Marcel.
Jurassic World Evolution weiterhin natürlich ein super, super Spiel, wie ihr seht. Ich glaube, wir haben einen Glitch hier. Okay, das Auto werde ich beim... Ja, jetzt gleich mal rausholen. Bis zum nächsten Mal. Das war echt der Marcel. Ciao.